Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe jetzt gerade die Kinder fertig gemacht und für Instagram so eine kleine Morgenroutine gefilmt. Und ja, Schatz. Genau, die Kinder sind jetzt also soweit fertig. Alles erledigt. Lias Brotdose hatte ich gestern. Ja. Hatte ich gestern Abend schon gemacht, das heißt, ich habe heute Morgen nicht so einen Stress. Genau, dann fahren wir gleich los zur Tagesmutter. Genau, ich mache jetzt also fix die Einkaufsliste fertig, damit ich nicht zu viel einkaufe. Deswegen kaufe ich gerade sehr, sehr gerne mit Einkaufsliste ein. Oh, ich mache mal kurz Zello Stift. So. Und dann plane ich auch mal gleichzeitig, was wir so essen diese Woche. Mami! Ja. Machst du bitte das da fest rein? Mit deinem dein Motorrad? Motorrad. Hier vorne so? Ja. Und dann, was möchtest du denn damit machen? Ziehen? Ja. Dann müssen wir einen festen Knoten machen, ne? So, jetzt kannst du. Ja, jetzt geht es. So. Ich hätte hier gerade einen kleinen Motorrad. Sie liebt das Ding über alles. Ich versuche mal ein bisschen höher zu stellen hier. Genau. So läuft eigentlich auch jeden Morgen unser Morgen ab, dass ich halt die Kinder fertig mache nach dem Aufstehen und. Dann mache ich Lias Brotdose. Die Brotdose muss ich ja heute nicht machen. Und das, stattdessen mache ich die Einkaufsliste. So. Wir brauchen als erstes mal eine Kiste Wasser. Also bei den Einkaufslisten mache ich es eigentlich immer so, dass ich erstmal überlege, was wir essen diese Woche. Und dann schaue ich, was wir dafür noch brauchen, was wir da haben. Auf jeden Fall Schmetterlingsnudeln essen, ne? Lia, Schmetterlingsnudeln. Schmetterlingsnudeln wolltest du essen, ne? Ja. Mit was für einer Soße? Mit so einer Pilzsoße? Käsesuppe. Käsesuppe? Ja. Ja, okay, kann ich machen. Mit Käse. Ja, okay, mit Käse mache ich. Ja, weiß ich. Hast du bei den Kindergarten gegessen, ne? Ja, hast du beim Kindergarten. Hatte sie beim Kindergarten, deswegen mag sie das anscheinend. Genau, ich schreibe jetzt also erstmal so auf, was ich für so Gerichte mache. Da überlege ich ganz genau, okay, was habe ich noch da? Und dann schreibe ich halt den Rest dazu und den Rest kaufe ich dann nachher halt mit June zusammen ein, wenn wir die abgeliefert haben. Ja, Brotdose habe ich wie gesagt schon gestern fertig gemacht. Die zeige ich euch einmal gleich, wenn wir losfahren. Dann zeige ich euch einmal die Brotdose, was da so drin ist. Gestern Abend noch Waffeln gebacken und Laugenbrötchen und sowas, weil ich für Felix auch eine Brotdose gemacht habe. Denn genau, der braucht diese Woche auch Mittagessen und Frühstück von mir. Das nimmt er dann immer mit zur Arbeit. Und deswegen muss ich ein bisschen mehr einkaufen, natürlich auch ein bisschen mehr einplanen beim Mittagessen. Sonst koche ich halt nur für mich und Lia sozusagen. Und jetzt muss ich halt nochmal eine Portion mehr kochen. Und natürlich muss ich auch Sachen kochen, die man gut am nächsten Tag aufwärmen kann. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber die Nudeln mit Pilzsoße würden passen. Genau, dann überlege ich jetzt mal. Und die Kinder spielen gerade so lange. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Jetzt können wir überlegen. Ja, haben noch 20 Minuten, dann sollten wir im Auto sitzen. Und dann haben wir auch noch 15 Minuten Koffer. Also wir sind heute sehr, sehr gut in der Zeit. So, Liste ist fertig. Ich habe jetzt auch noch einen Kuchen eingeplant, den ich für Felix für die Arbeit mache, für alle Kollegen und sowas. Und jetzt zeige ich euch einmal die Brotdose von Lia. Woher ich die Brotdose an sich habe und die ganzen Ausstecher und kleinen Piekser hier. Verlinke ich euch alles unten in der Infobox, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Genau, ich habe hier so kleine Bananenwaffeln gemacht.
bisschen was an Obst, Erdbeeren und Kirschen. Dann hier ein Laugenbrötchen mit Käse, Wurst, Gurke und hier noch Mozzarella mit, sag schon, Weintrauben. Ja, das ist heute ihre Brotbüchse. Wie gesagt, verlinke ich euch mal alles in der Infobox. Und hier kommt die June gerade angekrabbelt. June, was hast du gestern gekriegt? Der erste Zahn ist da, ne? Der erste Zahn ist da. Yippie, mit 10 Monaten der erste Zahn. Da, einmal auf die Seite rüber, ne? Zack. Ja, ba. So, hier, Schatzi. Ja, okay. Die Bücher, willst du die heute mitnehmen? Ja. Gestern war es so ein Kinderfest. Oh, das sieht nicht gar nicht. Da hat sie so ganz, ganz viel gewonnen. Genau, an einem Kinderfest, ne? So, muss ich einmal drehen, damit ich dich besser reinkriege hier. Puh, so, bei dem Auto. Los geht's. Mal schauen, ob wir noch gut in der Zeit liegen. Aber ich denke schon. Spät. Ja, perfekt. 3 Minuten plus haben wir. So, Felix ist gestern mit dem Auto gefahren, deswegen ist er jetzt ganz hinten. Ja, Schatz, ja, wir fahren los. So, los geht's. Bereit, Lia? Bist du bereit? Ja. Okay. So, Lia ist bei der Tagesmutter. War jetzt heute wieder ein bisschen schwierig. Das ist meistens immer nach dem Wochenende, dass es dann immer ein bisschen schwieriger ist, mit ihr sie abzugeben. Genau, also sie mag manchmal einfach nicht so gern. Aber jetzt hat es doch ganz gut geklappt. Und solange sie nicht weint, dann weiß ich, okay, es ist wirklich alles in Ordnung. Und sie hat nicht geweint. Also alles okay. Ich habe auch viel mit ihr gesprochen und natürlich noch gekuschelt und sowas. Und das ist immer ganz, ganz wichtig bei ihr. Ja, jetzt habe ich noch die Juni und wir werden jetzt schnell fix einkaufen gehen, weil das mit einem Kind einfach stressfreier ist als mit zweien. Deswegen mache ich das jetzt schon. Ich habe Lia versprochen, dass ich ihr was mitbringe. Genau. Mal gucken, was es wird heute, was ich Lia mitbringe. Ja, und dann kaufe ich mal 1, 2 Kleinigkeiten ein. Viel brauchen wir nicht. Hauptsache ein paar Getränke, Wasser und sowas ist schon wieder leer. Ja, wir haben auch richtig kaltes Wetter, also man müsste schon fast wieder eine Jacke anziehen. Einkaufen. Ich baue jetzt einmal Kuvertüre, genau hier, für den Kuchen, den ich machen wollte. Dann habe ich hier schon ein bisschen Obst und Gemüse. Jetzt muss ich aber wirklich mal nach meiner Liste arbeiten. Cool ist hier. So, weiter geht's. So, fertig und alles bekommen. Also eine Kiste Wasser mitgenommen. Und genau, das hier so. Ja, fertig. So, mein Frühstück. Und natürlich kriegt Juna auch was davon ab. Und für Juna habe ich hier auch noch Bananenwaffeln. Die habe ich gestern Abend gemacht. Für Lia, für die Brotdose unter anderem. Und da habe ich noch eine übrig. Die kann Juna jetzt noch so ein bisschen snacken nebenbei. Und ich kümmere mich jetzt mal hier drum. Genau, Juna liebt übrigens Erdbeeren über alles. Sie ist den ganzen Tag nur am Erdbeeren essen. Und nebenbei werde ich ein bisschen was am PC machen. Ich muss ein bisschen was abarbeiten von gestern. So, wir haben inzwischen Nachmittag, 15 Uhr. Ja, wir spielen gerade ein Spiel. Juna wirft alles durch die Gegend. Ich habe hier gerade so einen kleinen Obst-Snack gemacht. Willst du so einen haben? Hast du schon einen genommen? Nee. Kannst du nehmen? Na, Juna, bleib sitzen bitte. So, genau, Juna kriegt jetzt auch noch erstmal ein Stück Erdbeere, das ist nämlich immer glücklich. Bitte schön. So, wir spielen hier so ein Einkaufen. Einkaufen spielen, ne? Genau.
Und müssen wir mal das Laptop hier wegnehmen, dann ist hier auch gestapelt, ne? So. Zack. Also. Erstmal musst du dir zwei Karten aussuchen, ne? Lia, welche Karten möchtest du, welche beiden? Suche ich gleich aus. Nee, du musst jetzt aussuchen, weil die Karten müssen doch gleich darauf. Ach ja, stimmt, das muss ja hier hin, genau. Wir müssen jetzt aber das muss da haben. Ja, das hat er doch nicht. Ich möchte die. 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 Hast du eine ausgesucht? Und noch eine? Zwei? Oder möchtest du nur eine Karte spielen? Eine, drei. Zwei? Ja, diese. Ist die Wurst doch in der Küche aus dem Spiel hier? Ja. Die so, haben wir ja gesehen. Ja, guck mal in der Küche, ob die da sind. Ja, die haben wir noch. So. Hi. Super, klasse. Oh. Und die Eier bei dir auf dem Zettel legen, ne? Super. Warum? Das machen wir dran. Ich habe Blaschi. Ich habe Gelb. Das heißt, ich kann Kuchen oder Brot kaufen. Muss ich mal schauen hier, was nehme ich? Ich nehme das Brot. Das Brot kostet Kleingeld. Zack, jetzt bist du wieder. Kuchen? Nee, ich habe den Kuchen. Du hast Croissant und Brot. Aussetzen, Mama ist. Oh, ich muss auch aussetzen. Du bist blau. Du brauchst entweder Naschi oder Socken, ne? Von dem blauen Naschi. Mann hier. Ja, der sucht immer das Naschi raus. Supi. Oh, und Geld muss ich. Da kostet ein Schein, ne? Guck mal, ein Schein kostet das. Ganz großes Geld. Ne, bei dir. Du hast dein Geld da, Schatz. Ich muss das haben. Super, klasse. Jetzt ist Mama wieder dran. Oh, schon wieder aussetzen. Kann doch nicht sein. Du bist schon wieder dran. Gelb. Brot oder Croissant? Brot. Okay.